wir sagen dem Multi-Channel-Strategie bei Tele Basel. Wir haben jetzt zwei Beine, wir sind online mit einem Webportal, wir haben eine passende App dazu und wir haben den Fernsehsender. Das heißt, eine Geschichte, nehmen wir mal an, wir machen eine Geschichte für den Fernsehsender, dann kommt die mindestens dreimal, einmal vorher, einmal gleichzeitig und einmal nachher. Wir haben die verschiedenen Kanäle verschieden gewichtet auch thematisch. Also was im Fernsehen kommt, ist nicht identisch gespiegelt auf dem Webportal und das wiederum entspricht nur zum Teil auf den sozialen Medien, den Geschichten, die wir dort verbreiten. Ich glaube, es ist ganz einfach nahe, dass die Leute sich sehen wollen, am Fernsehen ihre Themen wollen und einfach mal gucken wollen. Also es hat was ganz Einfaches, manchmal Voyeuristisches, aber sehr Nahes. Die wollen wissen, was läuft hier eigentlich und ich will es anschauen. Da versuchen wir auf die Einschaltimpulse zu schauen, zum Beispiel. Volle Stunde ist Einschaltimpuls, also gehen dort die Nachrichten hin. Oder wir gucken nach Abenden, wer guckt uns da? Sind es mehr Männer oder mehr Frauen? Und so versuchen wir das Programm zu gestalten. Das ist natürlich nie so genau wie online. Und das sieht man jetzt ganz klar. Also da können wir wirklich mit Inhalten steuern, was geschieht bei der Klickrate.